Hallo zusammen, ich habe getestet, wie lang läuft diese Kompressorkühlbox, die B31P, an dieser Batteriebox. Kommen wir zur Batteriebox. Das ist eigentlich eine Box mit einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie drin. Und oben hat es zum Beispiel einen 1500 Watt Wechselrichter. Wichtig ist, es gibt da die Powerstation und so weiter. Die haben meist keine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie drin, sondern Lithium-Ionen-Batterien. Drei Blöcke von 2 Volt bis 4 Volt und Maximum haben sie dann 12 Volt. Und bei halbvoller Batterie könnt ihr diese Box nicht mehr betreiben daran, weil die schaltet über den Unterspannungsschutz aus. Aber ich habe das getestet. Und zwar nicht einfach so, sondern in der Klimakammer bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Habe die Werte hier genommen. Und diese Box hier, die lief an dieser Batteriebox 167 Stunden. Das sind knappe 7 Tage und das war dann ein Energieverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 7,6 Watt. Das war der erste Test. Der zweite Test war dann folgendermaßen: die Batterie bei 32 Grad außen, 5 Grad innen und wieder die gleiche Box, Batteriebox. Und da habe ich nur 124 Stunden erreicht. Das sind 5,1 Tage. Und das war dann ein Verbrauch von 10,32 Wattstunden pro Stunde. Und jetzt schreibt dann wieder einer, ich hätte hier die falsche Einheit. Okay. Aber wichtig ist, das Ding lief wirklich fast 170 Stunden. Das wären 7 Tage. Aber dann war nicht fertig, weil ihr kennt ja die, die so eine Powerstation haben oder eben keine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien drin, sondern eine Lithium-Ionen-Batterien drin, die müssen dann die Spannung hochstabilisieren auf 12 Volt. Das braucht einen Spannungsstabilisator, der braucht wieder Strom oder über einen Wechselrichter. Ich brauche hier keinen Wechselrichter. Ich kann hier zum Beispiel diese Box direkt Wechselrichter einschalten und dann habe ich hier 230 Volt. Kann ich einstecken und über das Netzgerät kann ich diese Kühlbox betreiben. Und ihr seht, sie kommt auch hier, 21 Grad. Und so kann ich die Kühlbox natürlich auch betreiben. Über den Wechselrichter, übers Netzgerät und dann die Kühlbox. Das heißt, ich transformiere die Spannung CS hoch. Das braucht im Wechselrichter drin Verluste. Dann über das Netzgerät wieder runter auf jetzt hier 24 Volt und dann läuft die Kühlbox mit 24 Volt. Wird meistens so gemacht, funktioniert ohne Probleme. Wenn die Kühlbox ausgeht, läuft der Wechselrichter weiter und das Netzgerät auch weiter, weil ich habe einen elektronischen Thermostat, der muss mit Strom versorgt werden. Also der Wechselrichter kann in der Zeit nicht ausgehen. Der läuft euch weiter. Weil wenn er nicht weiterläuft, zum Beispiel so einen Safe-Modus hat und er schaltet ab, dann geht die Anzeige aus, Thermostat auf und die Kühlbox kühlt nicht mehr. Ich habe das auch wieder probiert. Hier 25 Grad Außentemperatur, 5 Grad Innentemperatur und dann, ihr wisst vielleicht, die 7 Tage gelaufen direkt. Und so in dieser Konfiguration mit dem Netzgerät dazwischen lief die Box 2,6 Tage bzw. 64 Stunden.
Also das heißt, nicht mal die Hälfte so lang. Und sie hat einen Stromverbrauch, wenn man das hochrechnet, von 20,3 Watt. Also das ist fast das Dreifache an Stromverbrauch, was diese Kombination braucht, gegenüber einem Direktanschluss von der Batterie. Das gleiche habe ich auch noch probiert bei 32 Grad außen, 5 Grad innen, gleiche Testbedingung. Und da lief die Box dann 43 Stunden, das ist 1,8 Tage, hier über den Wechselrichter. Netzgerät und an die Box. Hier sind die Werte, also dieser Test. Und hier unten seht ihr die Werte, was das dann gebraucht hat. Das heißt, wenn ich eine Powerstation habe, wo ich einen 230 Volt Ausgang habe und ich versorge die Kühlbox hier mit dem Netzgerät, es spielt keine Rolle, es gibt auch Kühlboxen, die haben das Netzgerät integriert. Das geht halt nicht mehr mit dem neuen Energielabel. Diese Box ist ja No Label, also nicht Energieklasse A, weil das bringt ja sowieso nichts, weil wenn ihr zum Beispiel Mitbewerberboxen anschaut, bei 12 Volt Dometic, die brauchen auch 12 Volt viermal mehr Strom wie auf 230 Volt. Aber da werdet ihr mal großzügig belogen, weil ihr habt es jetzt gesehen, mit 230 Volt brauche ich dreimal mehr Strom, wie Mitbewerber jetzt Dometic bei seinen Kühlgeräten angibt. Ja, ich mache euch hier einen Link zu dieser Kühlbox und hier oben einen Link zu dieser Batteriebox und ich wünsche euch einen schönen Tag.